kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den ATV-Nachrichten heute am Mittwoch. Auch diesmal haben wir wieder die Satellitenschüssel versteckt. Und wenn Sie sie finden, können Sie Ihr Auto frühlingstauglich machen. Und hier sind unsere Themen des Tages. Wiedervereint, Justiz kauft Vorlagen für Deckengemälde in Kemptener Residenz. Do or die, Playoffs oder Saisonende, ERC Sonthofen beim Entscheidungsspiel zu Gast in Weiden. Und Strategiespiel auf dem Eis, Nachwuchs des Curling Club Füssen zeigt, was zu ihrem Sport gehört. Egal ob Rubens, Van Gogh oder Michelangelo, alle großen Künstler haben eines gemeinsam. Sie alle haben viel geübt, bis sie ihre Werke auf Papier oder auf die Wand gebracht haben. Skizzenbücher über Skizzenbücher wurden gefüllt, bevor man eine Idee dem Auftraggeber zeigen konnte. Sollten beispielsweise Decken bemalt werden, bekam der Auftraggeber zuvor eine Ölskizze, also quasi einen ersten Entwurf. Solche sogenannten Modelli sind jetzt auch in der Kemptener Residenz zu sehen, neben den fertigen Fresken. Die Residenz in Kempten ist wohl eines der schönsten Häuser der Stadt. Nach dem 30-jährigen Krieg erbaut, diente sie zunächst als Fürstensitz und Kloster. Mittlerweile ist das Gebäude zwischen der St. Lorenz-Basilika und der Fußgängerzone aber vor allem als Heimat des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft bekannt. Doch nicht nur von außen ist die Residenz ein Highlight. Innen geht es fürstlich weiter. Hier, wo noch vor einigen Jahren Büros untergebracht waren, sind die Wände aufwendig mit Figuren und Gemälden verziert. Immer wieder lassen sich neue Details entdecken. Besonders auffällig aber sind die Decken in der Residenz. Jeder Raum wurde mit einem anderen, detailreichen Deckengemälde verziert. Ein schöner Arbeitsplatz, der aber auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden ist. Wir sind hier in wunderbaren Räumlichkeiten mit unserem Justizstandort in Kempten. Wir sind in einem historischen Gebäude, wir sind mitten in der Stadt. Und das ist für uns ein Privileg, aber es ist auch die Verantwortung, dieses kulturelle Erbe für die künftigen Generationen auch bestmöglich weiterzutragen. Dieser Verantwortung kam der Justizminister jetzt nach. Gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung konnte sein Ministerium zwei Modelli erstehen, also die Ölskizzen zu Deckengemälden in der Residenz. Eine kleine Sensation. Solche Bilder gibt es natürlich immer wieder mal im Kunsthandel. Aber dass wir jetzt hier von Hermann zwei Bilder erwerben konnten über die Justizverwaltung, das ist absolut sensationell. Denn von ihm war bisher nur ein einziges Modello bekannt. Und jetzt haben wir hier zwei und lernen den Künstler ganz neu kennen. Die Deckenmalereien Jakobs Traum von der Himmelsleiter und Weg der Seele zu Gott sind jetzt also wieder mit ihren Modelli vereint. Beide Bilder befanden sich in Privatbesitz und wurden für jeweils 18.000 Euro verkauft. Dass sie jetzt wieder in Kempten sind, ist ein echter Glücksfall. Denn Bilder dieser Art sind auf dem Kunstmarkt gefragt. Grundsätzlich sind diese Art von Gemälden sehr beliebt, weil die sehr spontan gemalt sind und sehr ansprechend sind. Und deswegen werden die eben auch gesammelt, schon seit dem 18. Jahrhundert. Und oftmals waren die Modelli teurer als die ausgeführten Gemälde dann. Und tatsächlich werden die sehr gesammelt. Und in Deutschland natürlich auch, aber auch in Amerika sind die sehr beliebt. Und eben auch als Beispiele, attraktive Beispiele deutscher Kunst, die immer mehr wahrgenommen wird, international. Der Kauf der Bilder für Justizminister Bausback eine einmalige Gelegenheit. Auch wenn er jetzt fast etwas neidisch ist auf die Kemptner Kollegen. Wir haben auch in München im Justizpalast eine sehr historische und schöne Räumlichkeit. Aber so prachtvoll wie der Präsident des Landgerichts Kempten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier untergebracht sind, so prachtvoll sind wir natürlich in München nicht aufgestellt. Die Bilder von Franz Georg Hermann sind ab heute dauerhaft in der Residenz zu sehen. Besucher können so selbst entscheiden, ob sie sich lieber die Modelli im Kleinformat ansehen oder den Kopf in den Nacken legen wollen. Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen vor Freude wird jetzt hoffentlich Marianne Jakob aus Stetten, denn sie sind unsere Gewinnerin aus der Sendung gestern. Für sie gibt es einen Skipass für Bad Schröcken.
Und jetzt sehen Sie schon, wie Sie uns erreichen können. 0831 930 633 mal die 1 oder schreiben Sie uns unter gewinn@allgäu-tv.de. Das Ganze ist ganz einfach. Wenn Sie die kleine animierte Satellitenschüssel irgendwo im Bild entdecken, sind Sie schon einen guten Schritt weiter. Dann noch anrufen oder mailen und schon können Sie eventuell Ihr Auto rundum erneuern mit einer großen textilen Autopflege. Das ist nämlich der Gewinn von heute. Einschalten und gewinnen. Wir verstecken jeden Tag eine Satellitenschüssel in unserem Programm. Sie haben sie entdeckt? Sagen Sie uns wo und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise. Ihre Antwort senden Sie einfach per E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen einfach an. Wir wünschen viel Glück. Seine wenig rühmlichen Englischkenntnisse haben ihn zum YouTube-Hit gemacht. Der Memminger Heiko Deubner hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bei einer Veranstaltung in Berlin auf höchst umständliche Art und Weise fragen wollen, ob künftig alle Facebook-Nutzer sogenannte Video-Livestreams auf ihren Seiten veröffentlichen können. Erstaunlicherweise hat Zuckerberg das wunderbare Englisch-Deutsch-Mischmaß verstanden und die Frage dann auch kurz und knapp bejaht. Ein sympathischer Auftritt, wie wir finden, und wir wollen ihn Ihnen nicht vorenthalten. Let's start with the first question. Hello, Mark. Stand up, please. My name is Heiko and I have a question. Thema Live Video. I can Twitter, Periscope and Facebook, no, in the moment nur Prominente. And my question is, Sie make videos in the next time live? All right, here we go. Yeah. Great. Great question. Good. Für seinen unterhaltsamen Auftritt soll Deubner jetzt sogar einen Preis in einer Comedy-Sendung bekommen. Und vielleicht werden wir den Memminger auch sonst noch öfter sehen, denn er hatte auch schon Auftritte bei Deutschland sucht den Superstar und anderen Fernsehformaten. Ja, wenn Sie unser Format kennen, dann wissen Sie, was jetzt gleich kommt. Kompakt mit den Meldungen. Darin unter anderem Neues zur Bluttag in Wiedergeltingen. Jungwagen, Jahreswagen, Gebrauchtwagen. Viele Hersteller aller Preisklassen. Alle Fahrzeuge sind werkstattgeprüft mit bis zu 4 Jahren Garantie und TÜV neu. Finanzierung, Versicherung, wir kümmern uns darum. Vereinbaren Sie eine Probefahrt. Autofabrik Allgäu. Hier steht Ihr Neuer. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Händler in der Region die Menschen aufgefordert, den Klick in ihre Stadt zu lassen. Damit sollte unter anderem die lokale Wirtschaft gestärkt werden. Vom 1. Oktober an gibt es den Nachfolger dieser Aktion, die MyClick-Card. Die Karte funktioniert ganz einfach. Und zwar nehme ich die Karte mit zum Einkaufen, zeige sie vor beim Einkaufen, kriege dann sofort den Benefit, den der jeweilige Partner auslobt. Das heißt, keine Registrierung, keine Punkte sammeln, sondern wirklich Karte einsetzen, einkaufen und sofort einen Nutzen mitbekommen. Das heißt konkret, je nach Partner bekommt man so Rabatte auf den Preis, Gratisgetränke, freien Eintritt oder Vorzugskonditionen bei Freizeiteinrichtungen. Die Aktion konzentriert sich auf die Allgäu- und Bodenseeregion. Ob der jeweilige Händler, Gastgeber oder Dienstleister MyClickCard-Partner ist, sieht man beispielsweise an solchen Zeichen im Laden. Die Karte selbst ist kostenlos und einfach zu bekommen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe auf die Internetseite www.myclickcard.de, registriere mich dort, dann wird einem die Karte zugeschickt. Oder aber der zweite Weg ist, ich gehe auf die Seite, gucke mir, wo der nächste Partner ist, gehe dort vor Ort hin, fülle einen Registrierflyer aus und bekomme dann die Karte direkt kostenlos mit. Die MyClickCard ist eine Aktion zur Förderung des Einzelhandels im Allgäu und der Bodenseeregion von das neue RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Die Meldungen von Mittwoch, dem 9. März.
Nach dem tödlichen Unfall auf der A96 bei Weißensberg hat die Polizei nun weitere Erkenntnisse. Wie berichtet, ist dort vergangenen Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. 6 weitere Personen wurden schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 25-jähriger Mann auf der glatten Straße ins Schleudern und rutschte an den Fahrbahnrand. Ein 64-jähriger Mann hielt zusammen mit seinem Beifahrer an, um dem Verunglückten zu helfen. Kurz darauf kam ein weiteres Auto ins Schleudern und rutschte in die Fahrzeuge. Der Ersthelfer starb noch an der Unfallstelle. Der Mann, der gestern Vormittag in Wiedergeltingen auf seine Frau geschossen hat, hatte für die Pistole keine Erlaubnis. Das hat heute die Polizei bekannt gegeben. Woher die Schusswaffe kam, ist nicht bekannt. Wie berichtet, hat ein 59-jähriger Mann am Dienstagvormittag erst auf seine Frau geschossen, dann sich selbst gerichtet. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ursache für die Auseinandersetzung waren laut Polizei familiäre Streitigkeiten. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung sind 2 Männer vom Amtsgericht Kaufbeuren zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die beiden Angeklagten hatten im Oktober 2014 einen 36-jährigen Mann verprügelt. Der hatte einige Jahre zuvor gegen den älteren der beiden in einem Nötigungsprozess ausgesagt. Für diese Racheaktion wurde der vorbestrafte 52-Jährige zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt. Sein jüngerer Freund erhielt eine 14-monatige Bewährungsstrafe. Insgesamt 1.000 Euro sind am Montag beim Brand eines Textildiscounters in Lindau entwendet worden. Das gab die Polizei jetzt bekannt. Vermutlich hatten die Täter das Feuer gelegt, um die Belegschaft abzulenken und das Geld aus der Kasse nehmen zu können. Die Beute von 1.000 Euro steht einem Sachschaden von rund 200.000 Euro gegenüber. Laut Polizei sind inzwischen einige Zeugenhinweise eingegangen, die Täter sind aber weiterhin flüchtig. Das Unterallgäu erwartet weiterhin steigende Zahlen von Asylbewerbern, die im Kreis untergebracht werden müssen. Das wurde jetzt im Kreisausschuss bekannt gegeben. Allerdings seien die von der Regierung von Schwaben vorhergesagten Zahlen nicht so hoch wie ursprünglich gedacht. Etwa die Hälfte der im Landkreis untergebrachten Flüchtlinge werden vermutlich anerkannt, so die Prognose. Das bedeutet viel Arbeit für die Behörde. Sie sieht in diesem Jahr 30 zusätzliche Stellen für die Betreuung von Flüchtlingen vor. Der Grundstein für das neue Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins in Kempten wurde heute gelegt. Der Vorstand hat heute zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle den ersten Spatenstich getan. Die Sektion Allgäu-Kempten baut hier ihr Alpinzentrum. Wir sagen unsere Hütte in der Stadt. Es gibt eine Vorstiegshalle, es gibt eine Boulderhalle, die Geschäftsstelle, eine kleine Cafeteria und der TVK wird bei uns als Mieter mit 2 Studios einziehen. Der Bau der neuen Kletteranlage kostet rund 7,5 Millionen Euro. Die Stadt Kempten bezuschusst das Alpinzentrum mit rund 700.000 Euro. Damit sich das Projekt als rentabel erweist, erhofft sich der Vorstand Zulauf aus der Heimat und dem Tourismus. Wenn wir zwischen 45 und 50.000 Besucher haben, dann sind wir so weit, dass wir sagen können, dann ist auch der betriebswirtschaftliche Teil und die Finanzierung sicher. Das Alpinzentrum in Kempten soll voraussichtlich in 1 Jahr eröffnen. Die geplante Flüchtlingsunterkunft im Schwangauer Ortsteil Alter Schrofen erhöht nicht die Terrorgefahr für Schloss Neuschwanstein. Das teilte das bayerische Innenministerium jetzt mit. Es gäbe derzeit keine Anhaltspunkte für eine höhere Terrorgefahr in oder um Flüchtlingsunterkünfte, weder im Allgäu noch an anderen Orten in Bayern, so das Ministerium. Kritiker der Unterkunft, zu der auch die Gemeinde gehört, hatten damit argumentiert. Die Gemeinde Hergatz plant 550.000 Euro für ein neues Feuerwehrhaus ein. Das geht aus dem jetzt vorgestellten Haushalt hervor. Wo das Feuerwehrhaus gebaut werden soll, wird darin allerdings nicht genannt. Wie berichtet, wird in Hergatz derzeit darüber diskutiert, ob die Gemeinde ein gemeinsames Feuerwehrhaus für 2 Wehren bauen darf oder ob die Standorte Maria Tann und Wurm rechts bestehen bleiben. Die Gemeinde Hergatz will die beiden Wehren aus Kostengründen zusammenfassen. Das Landratsamt fordert den Erhalt der beiden Standorte, um die Rettungsfristen einhalten zu können. Oberstdorf braucht wieder einen Tourismusdirektor. Das fordert die dortige CSU. Der Posten von Heidi Taumiller müsse dringend wieder besetzt werden. Es sei wichtig, dass jemand Strategien für die Zukunft entwickle.
Wie berichtet, war die bisherige Tourismuschefin Heidi Taumüller zurückgetreten. Bewerbungsverfahren um die Nachfolge verliefen bisher ohne Erfolg. Seit 2015 führt Florian Speigel den Tourismus in Oberstdorf kommissarisch. Die Gemeinde Oberstdorf hat im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Tourismusbericht hervor. Zuletzt wurde 1994 ein solch hoher Wert erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Übernachtungszahlen um 4,7% gesteigert werden. Zwar haben mehr Menschen in Oberstdorf ihren Urlaub verbracht, die Gäste sind aber kürzer geblieben, heißt es in dem Bericht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt aktuell 5,7 Tage. 2014 waren es noch 5,9. Die SPD Magdoberdorf hat dem Bürgermeister von Obergünzburg für sein Verhalten während der Algida-Kundgebung gedankt. In einem offenen Brief richtete sich der Ortsverein jetzt an Lars Leveringhaus. Der Dank gelte dafür, dass er Courage gezeigt und sich den selbsternannten Beschützern des Abendlandes entgegengestellt habe, heißt es in dem Brief. Wie berichtet, hat Ende Februar in Obergünzburg eine unangemeldete Demo des Allgäuer Pegida-Ablegers stattgefunden. Den 150 Asylkritikern standen 50 Gegendemonstranten gegenüber, darunter Bürgermeister Lars Leveringhaus. In Lindau finden ab Freitag Befragungen zum Einzelhandelskonzept statt. Das gab jetzt die Stadt bekannt. Wie bereits im August sollen Passanten nach ihrer Herkunft, Besuchsgründen und Verkehrsmittelwahl befragt werden. Außerdem soll erfasst werden, welche Rolle die Touristen für den Einzelhandel spielen. Die Resultate der persönlichen Gespräche sollen wichtige Grundlagen für das Einzelhandelskonzept der Stadt liefern. Darin ist eine Strategie zur langfristigen Entwicklung des Einzelhandels in der Lindauer Innenstadt festgelegt. Mit dem Sonnenschein hat es heute ja schon ganz gut ausgeschaut. Die Temperaturen allerdings sind noch recht eisig. Hier sind die Aussichten für die nächsten Tage. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel und Küchen Böck. Bessere Beratung, besserer Service, bessere Preise, besser Böck. Möbel und Küchen Böck in Kempten, St. Mang. In weiten Teilen des Allgäus ist es überwiegend leicht bewölkt. Ortsweise lösen sich die Wolken auch mal auf. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 Grad im Westallgäu und minus 7 Grad im Ostallgäu. Am Vormittag öffnet sich dann die Wolkendecke und schafft Platz für etwas Sonne. Dadurch wird es dann auch etwas wärmer, mit Temperaturen bis zu 6 Grad. Auch am Nachmittag schafft die Sonne noch nicht, sich ganz durchzusetzen. Es wird leicht bewölkt in weiten Teilen des Allgäus, mit Werten zwischen 6 und 9 Grad. Der Schnee bleibt weiterhin liegen. Mit Schneehöhen zwischen 60 und 80 cm in Ofterschwang, Jungholz und Bolsterland und bis zu 95 cm auf Fell- und Nebelhorn dürfen sich die Skifahrer auf ein weiteres Saisonwochenende freuen. Zum Wochenende hin wird es weiterhin bewölkt, stellenweise kommt jedoch immer wieder die Sonne heraus. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 7 Grad am Samstag und 8 Grad am Sonntag. Die Pre-Playoffs in der Eishockey-Oberliga stehen an. Konkret heißt das für den ERC Sonthofen, dass er zweimal gegen die Blue Devils Weiden gewinnen muss, um in die richtigen Playoffs einzuziehen. Vergangenen Freitag konnten die Bulls Spiel 1 in Weiden überraschend mit 4:3 nach Verlängerung gewinnen. Am Sonntag setzte es dann eine ebenso knappe 4:5 Heimniederlage. Somit musste das entscheidende Spiel 3 die Entscheidung bringen, welches der beiden Teams eine Runde weiterkommt. Es begann denkbar ungünstig für die Bulls in den gelb-weißen Trikots. Bereits in Minute 10 gingen die Gastgeber aus Weiden mit 1:0 durch Michael Kirchgeber in Führung. Die Sonthofer hatten zunächst keine Antwort darauf und keine 5 Minuten später schoss erneut Kirchberger sogar das 2:0 für die Blue Devils. Letztendlich war vielleicht doch die Kraft ein bisschen ausschlaggebend. Es haben sich zu viele Konzentrationsmängel eingeschlichen im heutigen Spiel. Und wir kamen auch nicht so spritzig aus der Kabine, wie Weiden das getan hat. Aus der zweiten Pause kam der ERC dann deutlich besser. Nach 56 Sekunden gelang Marc Sill in Überzahl der Anschlusstreffer zum 1:2.
Doch 5 Minuten später bebte das Stadion in Weiden erneut. Philipp Siller markierte da das 3:1 für die Gastgeber. Diesmal hatten die Bulls aber eine Antwort in Person von Jordan Baker parat. Somit stand es nur noch 2:3 aus Allgäuer Sicht. 2 Minuten vor Schluss dann stellte Weiden den 2-Tore-Abstand aber wieder her, diesmal durch Aleš Jirik. Im Schlussdrittel keimte bei den Bulls zunächst noch einmal Hoffnung auf. Martin Gut brachte seine Farben noch einmal auf 3:4 heran. Es sollte aber der letzte Treffer der Gäste bleiben. Und das war letztendlich der Grund, warum sie gewonnen haben. Und wer eigentlich ständig im Rückstand hinterherrennen musste und wenn wir wieder ein bisschen dran waren, hat Weiden wieder den alten Abstand hergestellt. Und wir waren heute einfach nicht imstande, das nochmal zu drehen. Zum Ende hin schwand beim ERC dann merklich die Kraft. Weiden nutzte das eiskalt aus und traf doppelt. Erst durch Jakub Wiecki und anschließend durch Stefan Ortolf zum 6:3 Endstand. Damit ist der Traum von den Playoffs für die Bulls vorzeitig geplatzt. Gerd Wittmann ist dennoch zufrieden mit der Saison seiner Mannschaft, die alles andere als einfach war. Ja gut, die Saison war für Sonthofen ein bisschen mit Höhen und Tiefen. Sie hatten 2 Trainerwechsel zu verkraften. Die Zielsetzung war dann sehr früh kaputt. Und wir müssen eigentlich zufrieden sein, dass wir das jetzt geschafft haben. Wir haben ein drittes Spiel in diesem Pre-Playoff. Und wir haben eine ganze Reihe an guten Spielen dann zum Schluss abgeliefert. Was halt gefehlt hat, ist die Konstanz über einen längeren Zeitraum. Während für den ERC Sonthofen die Saison nun vorzeitig beendet ist, geht es für Weiden nun im Derby gegen den Liga-Primus aus Regensburg weiter. Sinja die Erste heißt die amtierende Pfrontener Bergwiesenkönigin. Sie vertritt als ehrenamtliche Tourismusbotschafterin den Ort in ganz Deutschland und steht für die Tradition, Bedeutung und Kultur der Bergwiesen. Frontnerinnen, die in ihre Fußstapfen treten wollen, haben jetzt die Chance. Bis zum 15. April läuft die Bewerbungsfrist für die neue Bergwiesenkönigin. Die Amts- und Krönchenübergabe wird dann beim Dorf- und Bergwiesenfest am 23. und 24. Juli gefeiert. Und gleich wird's nochmal sportlich bei uns. Wir gehen aufs Eis mit dem Curling-Club Füssen. Tesla. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Ein bisschen versteckt liegt das Café Mauerblümchen neben der Stadtmauer, unweit der Burghalde. Das Lokal lässt sich am besten mit einem Wort beschreiben: heimelig. Dazu gehört einerseits die Einrichtung, dazu gehören andererseits aber auch das kulinarische Angebot sowie die gemütliche Atmosphäre. Man kommt hier rein und man kann auch ewig hier sitzen, man kann sich auch mal mit uns unterhalten. Es gibt immer selbstgemachte Kuchen. Die Rezepte sind am Ende total, also wesentlich älter als ich. Und das ist einfach ein schönes Ambiente. Auch das ist ein Familienbetrieb, es sind auch Mama und Tochter öfter da, ich bin die Tochter. Und ich finde so, das Gesamtkonzept macht einfach die Gemütlichkeit an sich auch aus. Praktisch alles, was hier auf der Speisekarte steht, ist selbst gemacht. Das gilt genauso für das Frühstücksmüsli, wie auch für einen der Renner im Kaffee Mauerblümchen, Flammkuchen. Leicht macht es sich die Küchenchefin nicht bei den Mittagsgerichten. Jeden Tag kommt etwas anderes frisch auf den Tisch. Ja, meine Mama ist da sehr ambitioniert. Es gibt tatsächlich immer wieder was anderes und sie wühlt auch tagelang immer die ganzen Kochbücher durch und überlegt sich, was es geben könnte. Steckt schon sehr viel Arbeit und Ideenreichtum auch dahinter, hinter dem Mittagsmenü doch. Ein anderer Geheimtipp beim Kaffee Mauerblümchen ist die selbstgemachte Limonade. Die Zutaten sind frisch und praktisch alles ist selbst hergestellt.
Der größte Trumpf des Lokals aber lässt sich überhaupt nicht zubereiten. Die gemütliche und familiäre Atmosphäre. Stein und Besen, zwei Gegenstände, die im Alltag eigentlich nicht wirklich zusammenpassen. Bei einer Sportart allerdings sind die beiden essentiell für das Spiel. Ich rede natürlich vom Curling, der schottischen Sportart, die im 16. Jahrhundert auf zugefrorenen Seen entstand. Seitdem hat sie sich weit verbreitet und auch ihren Weg zu uns ins Allgäu gefunden. Unsere Reporterin Kathi Schneider hat dem Nachwuchs des Curling-Clubs Füssen beim Training zugeschaut. Für die Leute, die noch nie selbst beim Curling auf dem Eis standen, kann die Sportart etwas fremd wirken. Ist man aber einmal hautnah dran, stößt selbst so einen 20 Kilo schweren Stein an oder versucht die Abgabeposition zu halten, merkt man, was alles hinter diesem Spiel steckt. Da beim Curling Genauigkeit, Erfahrung und taktisches Denken um einiges wichtiger sind als Geschwindigkeit oder Ausdauer, sind die meisten international erfolgreichen Curler bedeutend älter als andere Spitzensportler. Aber auch die jüngere Generation findet immer mehr Gefallen am Curling. Benjamin, warum hast du dir jetzt gerade Curling ausgesucht und nicht Fußball oder Eishockey? Ja, also ich finde es halt gut, wenn man Strategie beim Sport hat. Und meine Familie haben das ja schon alle gemacht. Und dann habe ich es halt auch mal ausprobiert. Und dann fand ich das halt toll und hat mir halt auch Spaß gemacht. Gefällt dir das auch im Team zu spielen? Ja, also ich mag Teamsport. Ich habe früher auch Fußball gespielt und spiele jetzt noch ein bisschen Basketball. Und ja, Teamsport gefällt mir halt. Und was ist so die Präzision am Curling, was dir da so gefällt? Also die Strategie, ist das wie beim Schachspielen so ein bisschen auch vom Gefühl? Ja, also mein Vater hat früher immer gesagt, das ist wie Schach auf dem Eis. Also man muss viel denken und muss aber auch körperlich leisten. Ja. Also für dich ein toller Sport und toller als Fußball wahrscheinlich dann. Ja. Danke. Damit auf dem Eis alles glatt läuft, tragen Curler besondere Schuhe. Einer der Schuhe hat eine Teflonsohle. Sie ist so glatt, dass die Spieler gut bei der Abgabe des Steins im Ausfallschritt gleiten können. Die andere Sohle besteht aus Gummi. Sie rutscht nicht und verhindert, dass die Curler stürzen. Neben dem Stein und dem passenden Schuhwerk ist natürlich auch der Besen sehr wichtig. Damit können wir auf dem Eis Wärme erzeugen. Durch die hohe Frequenz und den hohen Druck, den wir da auf dem Besen uns lehnen. Und dadurch können wir den Stein ein bisschen beeinflussen. Man kann den Stein damit bis zu 3 Meter verlängern. Und außerdem ist ja beim Curling so, dass der Stein eine langgezogene Kurve macht auf der Eisbahn oder auf der Eisfläche. Und durch das Wischen können wir dann im Grunde die Kurve ein bisschen abflachen. Somit kann man den Stein auch ein bisschen lenken über die 45 Meter, die unsere Bahn von der Länge her ungefähr ist, sowas. Olympia, deutsche Meister und Europameister. Holger Höhne und Andy Kapp haben schon viel in ihrer Curling-Karriere erlebt und geschafft. Davon profitiert jetzt der Curling-Club Füssen, bei dem die beiden den Nachwuchs trainieren. Wie so ein Training aussieht und mehr zu der Sportart selbst, sehen Sie heute Abend in einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Ja, und Allgäu TV Spezial Sport sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und 22.30 Uhr. Die Sendung wird dann regelmäßig im Programm wiederholt. Online sehen Sie den Beitrag auf unserer Homepage unter www.allgäu-tv.de. Dort gibt's auch nochmal alle Infos zu unserem Gewinnspiel. Das war's auch schon wieder von heute. Ich freue mich auf morgen und hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.